Ja, servus Leute. Eigentlich wollte ich heute ein Video bei bestem Wetter über den Sitzkomfort vom Hyundai Kona machen. Das hat sich aber, wie ihr sehen könnt, leider erledigt. Bei der Kälte will ich es dann doch nicht draußen machen. Das heißt also, das Video kommt jetzt aus meiner schlecht ausgeleuchteten Garage. Ja, und da legen wir gleich mal mit den Einstellmöglichkeiten vom Fahrersitz und vom Beifahrersitz los. Ja, und noch eins vorweg. Alle Aussagen, die ich jetzt treffe, betreffen die Premium-Version mit den Ledersitzen, die auch belüftet sind und eine Sitzheizung haben. Das heißt, es gibt ja auch die etwas niedrigeren Ausstattungsvarianten, die haben dann Stoffsitze. Dazu kann ich natürlich an der Stelle nichts sagen. Kommen wir also zu den Einstellungsmöglichkeiten. Der Fahrersitz verfügt also über eine Lordosenstütze, die in der Tiefe verstellbar ist, aber leider nicht höhenverstellbar. Das heißt, man kann sie rein- und rausfahren, aber nicht nach oben oder nach unten. Ist sicherlich verschmerzbar. Mir wäre es lieber, sie wäre auch in der Höhe verstellbar, aber ich komme klar damit. Dann ganz normal, die Rückenlehne kann man natürlich in der Neigung verstellen. Man kann den Sitz höhenverstellen. Und das, was mir besonders wichtig war, da ich relativ lange Beine und einen ja relativ kurzen Oberkörper habe, ist die Funktion, dass die Sitzfläche neigbar ist. Das heißt also, dadurch kann ich es erreichen, dass meine Oberschenkel tatsächlich auf der Sitzfläche aufliegen, statt dass sie ja über der Sitzfläche schweben. Weil das ist auf Langstrecken unangenehm. Das hatte ich zum Beispiel beim Audi TT, den ich mal fuhr. Tolles Auto, aber ich saß einfach bescheiden drin. Auf der Beifahrerseite finden wir grundsätzlich die gleichen Funktionen wie auf der Fahrerseite, mit Ausnahme, dass keine Lordosenstütze vorhanden ist. Also auch hier lässt sich tatsächlich das Sitzkissen in der Neigung verstellen. Ich hoffe, das sieht man gut auf dem Video. Finde ich eine super tolle Funktion, die würde ich mir tatsächlich bei jedem Auto wünschen. Auch das Ein- und Aussteigen funktioniert super einfach. Man sitzt ja sowieso relativ hoch. Da bin ich von meinen Coupés, die ich gefahren habe, doch ganz deutlich unelegantere Einstiege und Ausstiege gewohnt. Gerade wenn man Muskelkater vom Badminton hat, habe ich mich da schon schwer getan, aber hier ist das gar kein Problem. Ja, und hier könnt ihr auch schon sehen, wie ich praktisch sitze in dem Auto, also trotz langer Beine und kurzem Oberkörper. Ich komme also gut zum Lenkrad. Der Arm ist sogar noch leicht geknickt. Ich liege also auch hinten an. Kopf könnte ich auch noch an die Kopfstütze lehnen, brauche ich jetzt aber nicht. Kopffreiheit ist wirklich super. Wir gucken jetzt mal, wie tief der Sitz ist oder wie hoch. Ich fahre jetzt mal ganz runter. Gut, er ist also schon ganz unten. Ich fahre ihn also mal hoch. Oh ja, da ist noch viel Potenzial. Und selbst dann habe ich tatsächlich noch, ja, zwei flache Handbreit, würde ich mal sagen, an Kopffreiheit. Ja, das ist aber nicht so ganz meine Sitzposition. Also ich werde das gleich mal wieder zurückstellen. Dann kann man das Lenkrad selbstverständlich höhenverstellen und auch in der Tiefe. Und das ist mir auch wichtig, dass das Lenkrad wirklich weit rausfährt, und das tut das Lenkrad hier auch. Das ist beim Golf 5 vielleicht sogar noch in Tagen besser, aber hier reicht mir das auch, sodass ich wirklich gut im Auto sitze und auch nicht zu weit zum Lenkrad habe. Man sieht also auch, dass meine Oberschenkel gut aufliegen. Das, was mir halt fehlt, ist eine herausziehbare Oberschenkelauflage. Das würde ich mir noch wünschen, aber ja, gut, hat er halt nicht, muss auch nicht unbedingt haben. Also auf Langstrecke ist das wirklich super geeignet. Die Sitze sind auch schön stramm, das heißt also, man fällt nicht so rein wie in ein Sofa, sondern man sitzt wirklich relativ, ja, straff auf den Sitzen, was ich persönlich mag. Wer also lieber weiche Sitze hat, der sollte vielleicht lieber zu den Stoffsitzen greifen, die sind vermutlich nicht ganz so straff. Mir gefällt das sehr gut und gerade auf Langstrecke finde ich das wichtig. Und auch der Seitenhalt der Sitze, also ich weiß nicht, ob man das hier im Video sehen kann, die Seitenpolster sind relativ gut ausgeprägt und ich habe wirklich einen richtig tollen Seitenhalt bei dem Sitz. Wer jetzt ein bisschen breiter ist in seiner Bauform, also das heißt also ein bisschen mehr Gewicht mitbringt und ein breiteres Kreuz hat als ich, der könnte vielleicht schon ein bisschen Probleme damit bekommen. Für mich passt das wie ein Handschuh und ist echt super. Wenn ihr aber über 100 Kilo wiegt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht schon sogar ein bisschen unangenehm wird. Das sollte man auf jeden Fall, bevor man bestellt, mal ausprobiert haben, zumindest im Verbrenner-Pendant. Kommen wir dann zur Rücksitzbank. Oh, ich hätte vielleicht erst mal aufräumen sollen. Ja, kommen wir also jetzt zur etwas aufgeräumten Rücksitzbank. Ihr seht also, es sind grundsätzlich Isofix-Anschlüsse vorhanden. Die spüre ich auch hier. Die sieht man halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das. Doch, da sieht man sie auch. Das heißt, es sind auf der rechten Rücksitzbank und auf der linken Rücksitzbank Isofix-Anschlüsse für Kindersitze. Dann hat man insgesamt drei Gurte.
Wobei ich den Platz auf der Mittelbank, ja, den kann man wohl wirklich nur Kindern zumuten. Und wenn da noch zwei Erwachsene mit dabei sitzen, dann wird es wohl wirklich ziemlich eng. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum Einstieg in den hinteren Bereich. Der Fahrersitz steht also noch auf meiner Fahrposition. Und jetzt gucken wir mal, ob ich da überhaupt reinkomme. Man sieht also, ich muss mich schon ein bisschen quälen. Auch mit dem Kopf habe ich mich gerade angestoßen. Und jetzt sitze ich hinter mir. Und ich bekomme sogar, Unterschied zum Model 3, die Füße unter den Fahrersitz. Ich probiere mal, ob ich die Tür zubekomme, ohne meine Knie zu beschädigen, weil die sind natürlich links und rechts vom Fahrersitz. Mal gucken, ob das zugeht. Nein, so bekomme ich die Tür also nicht zu. Ich müsste also meine Sitzposition noch ein bisschen verändern. Dann geht auch die Tür zu. Aber wirklich angenehm ist das so nicht. Also eine längere Strecke wollte ich hier auf der Rückbank hinter mir selbst nicht sitzen. Ich werde jetzt aber den Fahrersitz mal 5 cm nach vorne stellen und dann gucken wir uns mal an, wie das dann aussieht. Und jetzt gucken wir mal, wie ich jetzt sitze. Ja, jetzt ist der Einstieg schon deutlich leichter und jetzt muss ich sagen, ich stoße ganz klar hier mit den Knien an den Vordersitz, das steht außer Frage. Aber Kopffreiheit ist wirklich sehr gut und jetzt kriege ich sicherlich auch die Tür problemlos zu. Also um ganz ehrlich zu sein, so könnte ich mir auch vorstellen, mal 100 km zu fahren, ohne dass ich mich jetzt groß beschweren müsste. Und wenn der Fahrersitz noch ein bisschen höher gestellt ist, das mache ich gerade noch, mal sehen, ob ich das von hier... So, ich habe jetzt auch mal den Fahrersitz noch ein bisschen höher gestellt, da ist ja auch noch Potenzial. Und da muss ich sagen, da geht es jetzt fast schon in die Richtung, dass ich hinter einem 1,80 oder einem 1,75 bis 1,80 großen Fahrer fast vernünftig sitzen kann. Also die Füße haben richtig gut Platz, so könnte ich es auch auf längeren Strecken aushalten. Und auch der Sitzkomfort hinten ist grundsätzlich echt okay, also die Sitze sind straff. Und ich habe sogar noch ein bisschen Unterstützung unter den Oberschenkeln. Natürlich... Für eine Familie, muss ich ehrlich sagen, ist das Auto zu klein. Da würde ich ganz klar zum Kia Niro EV greifen. So, also ihr könnt doch gut sehen, dass doch viel Kopffreiheit vorhanden ist. Ich nehme die Mütze mal ab, damit ihr das auch sehen könnt. Trotz meiner mit Gel hochgestellten Hippie-Frisur habe ich hier wirklich ja fast eine Faust an Platz auf der Rückbank. Da muss ich sagen, Kopffreiheit ist wirklich überhaupt kein Problem. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Beine an, wie die genau positioniert sind. Gut, hier könnt ihr also sehen, dass ich tatsächlich anstoße mit den Beinen. Also ich sitze auch wirklich absolut hinten an der Kante zur Rückenlehne. Das heißt, mehr rutschen kann ich nicht. Der Sitz steht jetzt noch, wie gesagt, auf der Position von einem 1,75 bis 1,80 Mann. Das heißt also, hier hinten wird es dann doch schon ein bisschen eng. Aber wenn ich die Beine so ein bisschen seitlich stelle, ist das durchaus möglich. Dann hier seht ihr auch, hier passt bei weitem nicht so viel drunter an Handfläche wie bei... Das heißt also, Sitzkomfort grundsätzlich wirklich okay, aber ja, für große Menschen auf langen Strecken, würde ich sagen, kann man das nicht zumuten. Ich werde jetzt aber den Fahrersitz nochmal ein ganzes Stück nach vorne schieben und dann gucken wir uns das auch nochmal an, wie das dann aussieht. So, ich habe den Fahrersitz jetzt nochmal ein ganzes Stück nach vorne gestellt. Also ich muss sagen, ich könnte so auch eine ganze Weile fahren, problemlos. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass das für mich unfahrbar ist. Und dann gucken wir jetzt direkt nochmal, wie sich da hinten... dann die Position verändert. Wie gesagt, geht noch. So könnte ich fahren eine Weile. Und jetzt gucken wir nochmal, wie das funktioniert. Und was soll ich sagen? So könnte ich eine Weile hinten mitfahren. Ich stoße zwar weiterhin mit den Knien vorne an, das heißt also Platzangebot ist weiterhin begrenzt, aber ich kann sie hinter den Sitz nehmen, ich kann die Füße unter den Sitz stellen. Das ist aushaltbar. Doch, das ist okay. Das ist besser, als ich ursprünglich befürchtet habe, weil in meiner eigentlichen Sitzposition kann ja niemand hinter mir sitzen. Dann schauen wir uns jetzt auch noch so ein paar Ablagemöglichkeiten an. Jeder kennt ja hier dieses Ablagefach unter der eigentlichen Mittelkonsole. Das nutze ich eigentlich gar nicht. Da ist noch ein defekter Displayschutz von mir drunter. Ansonsten finde ich den nicht sonderlich gut nutzbar.
Dann haben wir hier noch unter der Mittelarmlehne ein richtig großes Fach. Problem bei allen Fächern ist, das hat auch der Frank von Schräg schon festgestellt und bemängelt, ist, dass sie nicht mit einer Andi-Rutschmatte ausgelegt sind. Das heißt, da fliegt alles drin rum, was man sich nur vorstellen kann. Deshalb nutze ich das im Moment, ne? Da muss ich mir also noch was überlegen. Dann hier noch ein kleines Fach. Dann hier habe ich so diversen Krimskrams. Das sind also eigentlich Flaschenhalter oder Getränkehalter. Und natürlich hier das Fach mit der eigentlichen Wireless-Ladefunktion für Smartphones, die das unterstützen. Meins unterstützt das auch, aber ich nutze das überhaupt nicht. Habe das also ausgestellt, hier ist nur mein iPod drin. Dann haben wir an der Tür noch Ablagefächer für Flaschen, wirklich super. Also ich habe hier auch relativ große reinbekommen. Wir können das ja auch gerade mal an einer testen. So, ich habe hier also mal eine 1,5 Liter PET-Flasche. Ja, ich sehe schon den ersten Kommentar, warum nimmst du PET-Flaschen? Weil ich es halt mache. Und wir sehen, die passt richtig schön da rein und ist auch eingeklemmt. Das heißt, das ist für solche Flaschen in der Größe wirklich ideal. Ansonsten sind die Ablagefächer, muss man ganz ehrlich sein, schon eher mickrig. Hier oben habe ich dann auch noch Parkkarten und sowas und mein Geldbeutel tue ich immer hier rein. Ist ja eigentlich ein Griff zum Zuziehen, aber hier passt meine Geldbörse halt ganz gut rein. Dann schauen wir auch gerade noch mal hinten die Ablagefächer. Hier in dem Türgriff kann man also auch irgendwelchen kleinen Kram reinlegen. Dann haben wir hier hinten auch eine Halterung für eine Flasche. Da gucken wir gleich mal, ob die 1,5 Liter auch reinpasst. Aber ich vermute mal, da passen nur kleinere normale Mineralflaschen rein. Ablagefach ist auch eher winzig. Dann haben wir hier noch ein Gepäcknetz, wo man was reintun kann. Ja, wer nutzt sowas? Ich nutze es nicht. Ja, und das war's hier eigentlich schon mit Ablagemöglichkeiten. Und hier, das können wir ja auch gerade noch mal zeigen, in der Mittelarmlehne. Da haben wir dann auch nochmal Getränkehalter und kann auch den Arm gut ablegen. Aber leider haben wir keinen Skisack. Das heißt also, man muss immer auf jeden Fall eine Hälfte umlegen, um Ski transportieren zu können. Und jetzt probieren wir das nochmal mit der 1,5 Liter Flasche hinten. Aber das geht nicht, wie ihr sehen könnt. Da passen also nur deutlich kleinere Flaschen rein. Ich nehme mal an, 0,75 könnte passen. Mehr wird dort nicht reingehen. Auf der Beifahrerseite haben wir grundsätzlich dasselbe wie auf der Fahrerseite. Zusätzlich haben wir aber noch hier so ein Fach für irgendwelche Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, wer sowas nutzt, für Kleingeld vielleicht, aber das würde auch immer rumrutschen und Geräusche machen. Mich würde es wahnsinnig machen, deshalb ist das nichts, was für mich jetzt nutzbar wäre. Da gucken wir gerade auch nochmal ins Handschuhfach und da sehen wir schon, das ist durchs Bordbuch und auch zur Bedienungsanleitung für das Multimedia-System schon ziemlich ausgelastet. Hier rechts bleibt noch ein bisschen Platz, wo ich einen Fahrzeugschein drin habe. Aber ja, das Handschuhfach, mit anderen Worten, kann man eigentlich getrost vergessen. Das ist wirklich mini. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit, zum Sitzkomfort im Hyundai Kona Elektro. Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Ich hatte, bevor ich das Auto tatsächlich bekommen habe, gewisse Befürchtungen, dass ich nicht so gut drin sitzen würde. Vorne die Passagiere sitzen auf jeden Fall top. Das Einzige, was ich beim Fahrersitz tatsächlich vermisse, sind verstellbare Seitenwangen und eine Oberschenkelauflage. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Die Sitze sind wirklich absolut in Ordnung, sind straff, für Langstrecke völlig okay. Dann kommen wir zur Rücksitzbank. Da muss man sagen, der eigentliche Sitzkomfort ist wirklich in Ordnung. Das heißt also, die ganze Auslegung, die Ergonomie der Rücksitzbank, die ist wirklich okay. Das sieht man, dass Hyundai schon ein paar Jahre Autos baut. Das, was halt Probleme bereitet, ist der grundsätzliche Platz. Es ist halt einfach ein kleines Auto. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und deshalb würde ich jedem, der regelmäßig mit mehreren Personen im Auto unterwegs ist, empfehlen, sich mal den Kia Niro EV anzuschauen. Denn da hat man doch deutlich bessere Platzverhältnisse. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.